Megafon 95, der Fortuna Fußball Talk, wird euch präsentiert von Projekt Megafon. Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Episode eures Lieblings Fortuna Fußball Talks hier auf YouTube und in jedem Podcatcher, den ihr mitkriegt. Wenn dir gefällt, was du hörst, lass doch ein Like da oder noch besser, iTunes Podcast, 5-Sterne-Bewertung, hilft uns sehr und vielen Dank. Ja, Michael, jetzt haben wir das Spiel verloren gegen Darmstadt 1-0. Über die Leistung werden wir später noch sprechen, aber die Fortuna hat ja bei dem Rückkehrspiel von Michael Rensing auch verloren gegen Kaiserslautern. Gibt es da Parallelen oder würdest du die Spiele komplett unterschiedlich bewerten? Naja, das Training, also das Testspiel gegen Kaiserslautern war ja wirklich nur die B11, so, und deswegen denke ich mal, dass das Testspiel eigentlich nicht weiter erwähnenswert ist. Ja, vor dem Spiel hieß es halt, dass Fortuna die Kaufoption von Rahman zieht bis 22, laut Express 1,5 Millionen, fließen da an Standard Lüttich. Schnäppchen oder nicht? Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Kaufoption irgendwie bei 3 Millionen liegt. Und war dann wirklich überrascht, dass das wirklich nur die Hälfte von dem ist, was ich irgendwie geschätzt oder erwartet habe. Jetzt verstehe ich nicht ganz, warum man die Leihe im Januar verlängert hat, um jetzt doch die Kaufoption zu ziehen. Also plant Fortuna tatsächlich für die erste Liga, obwohl alle immer sagen, oh, wir müssen von Spiel zu Spiel gucken, bla bla bla. Ich denke mal schon, dass es ein Zeichen ist, dass Fortuna schon in Richtung erste Liga schielt und dann wenigstens da überlegt, was man dafür für Verpflichtungen tätigen sollte oder wird. Und ich denke mal, dass es im Januar die Leihe, kann auch sein, dass durch die Verlängerung der Leihe irgendwie neue Vertragsoptionen aufkamen, die es halt jetzt ermöglicht haben, ihn, ja weiß ich nicht, dann billiger zu holen oder dass man halt auch erstmal auf Nummer sicher gehen wollte, dass er auf jeden Fall nächste Saison bei Fortuna spielt und die Verlängerung wirklich oder der Kauf dann wirklich erst zukunftsorientiert ist für weiter als nächste Saison gedacht. Hoffen wir doch, dass Fortuna da die Planungen für die erste Liga, aber auch für die zweite Liga nicht vernachlässigt und vielleicht auch den einen oder anderen erfahrenen Bundesligaspieler holt, obwohl deine Meinung wäre ehrlich, holt alle Talente, die es gibt. Ja, das ist auf jeden Fall so das Bormut-Modell. Schön Bormut sage ich schon. Das steht hier gar nicht. Ja, das Bebu-Modell, also schön Bebu für 2 Millionen, für 5 Millionen verkaufen oder 4,5 Millionen verkaufen und dann von dem Geld dann Usami und Rahman holen, auch wenn Usami jetzt nur geliehen ist, aber kann man schon mal machen so. Was man auch machen kann, ist die Aufstiegsfeier auf dem Balkon und dem Jan-Wendt-Saal wurde jetzt geblockt, hat der Oberbürgermeister höchstpersönlich im Kalender eingetragen und freigehalten. Michael, deine Meinung dazu? Ja, man muss ja alles bedenken und nicht, dass man dann die Aufstiegsparty machen will und der Balkon ist besetzt oder der Bürgermeister ist nicht in der Stadt, um dann eine schöne Rede zu halten, wie geil Fortuna ist. Wie unser Bürgermeister ist nicht in der Stadt. Wo soll der denn sonst sein? In Köln Lichter angucken? Auf einem Geschäftsessen. Wenn ihr eine Meinung habt oder gerne Feedback geben wollt, könnt ihr das gerne tun bei YouTube in die Kommentare. Eure Meinung interessiert uns, deswegen schreibt uns gerne in die Kommentare bei YouTube oder wenn ihr es über einen Podcatcher hört, gerne per E-Mail an projektmegafonpodcast.com. Oder auch gerne bei Social Media, die Links dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Beschreibung. Ich möchte euch gerne unsere neue Megafon 95 Gruppe ans Herz legen, wo ihr diskutieren könnt mit uns, aber auch euch gerne zu unserem Podcast äußern könnt. Wollen wir nicht weiter schnacken. Schmitz für Gieselmann und Bormut für Hoffmann. Micha, noch irgendwas Besonderes? Eigentlich auch Bormut für Botzek. Ja, und was mich halt gewundert hat, war, man hat ja eigentlich erwartet, dass man Rensing wenigstens auf der Bank sieht, aber irgendwie war er anscheinend doch nicht fit genug für die Bank, sodass Stuckmann immer noch als Reservetorwart auf der Bank saß. Und was mich persönlich gefreut hat, war Lukoki auf der Bank zu sehen, auch wenn er jetzt nicht gespielt hat oder auch wenn es eigentlich logisch war, wenn Gieselmann fehlt und Lukoki halt der dritte Rechtsverteidiger, der dritte Linksverteidiger ist. Ja, aber trotzdem hat es mich gefreut. Kritik aus, wenn er einen U20-Nationalspieler nicht wenigstens auf die Bank nimmt. Das ist so. Er hat ja die Qualität, er hat es auch schon bewiesen. Irgendwie kommt er bei Friedhelm Funkel nicht zum Zug. Genauso wie Robin Bormut, der kommt da auch nicht zum Zug, obwohl ich finde, er hat da auch wieder ein super Spiel gemacht.
Aber dazu später mehr. 15 Minuten habe ich so eine kleine Schrecksekunde gehabt, wo Wolf den Ball klatschen lässt und ja, der Nachschuss dann von dem Darmstädter daneben ging. Fink hat in der 20. Minute dann probiert, den Ibrahimovic zu machen. Hat ja bei seinem Debüt für LA Galaxy aus 30 Metern da den Ball über den Tor in den Winkel gekloppt. Ja, in der 27. Minute muss Schrauter sich die gelbe Karte abholen, sonst wäre der Gegner durch, also ein klassisches taktisches Foul. In der 34. Minute setzt sich Haraguchi stark durch, schießt dann außerhalb vom 16er. Der Schuss landet dann irgendwie bei Neuhaus, der überlupft den Torwart stark, aber der Verteidiger klärt gerade noch von der Linie. Das hätte das 1-0 sein müssen für Fortuna eigentlich. Ja. War der Verteidiger leider zur Stelle. Ja, und jetzt gehen so ein bisschen die Emotionen mit den Fortuna-Fans durch. Ja, Darmstadt kontert, braucht eigentlich zu lange, aber dann ist der Ball irgendwie doch im Tor, es steht 1-0. Für die Heimmannschaft und 5 Minuten später fliegt dann Holland mit Gelb-Rot vom Platz, auch völlig verdient. Ja, Fortuna geht eigentlich mit einer Win-Situation in die Kabine, liegt zwar hinten 1-0, aber ein Tor ist schon erzielt, aber irgendwie kam die nicht so raus wie erwartet. Klar, Darmstadt spielte die ersten 20 Minuten gutes Pressing, stand auch gut hinten drin, Fortuna hatte das Spiel aber eigentlich nur Kontrolle, aber Kreativität und Möglichkeiten hatte man nicht. Jetzt wechselte Fink in der Halbzeit Zimmer für Schauersel, der natürlich gelb vorbelastet war, aber Zimmer ist natürlich nach vorne in die Offensive effektiver. Eihan spielt auf die andere Seite und Haraguchi aus 16 Metern dann leider nur an den Innenpfosten, also der hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Dementsprechend gab es halt jetzt hier so ein bisschen hin und her, aber eigentlich hat Fortuna nicht mal wirklich mehr Chancen gehabt, das Spiel zu drehen. Klar, man war dominanter, aber so richtig, weiß ich nicht, was zwingt, was gemacht hat man leider nicht. Darmstadt hat sehr gut verteidigt, auch sehr gut gepresst weiterhin. Fortuna fehlten die Möglichkeiten. Jetzt möchtest du gerne noch ein Wort zum Darmstädter Stadionsprecher loswerden. Na, nicht nur zum Stadionsprecher, sondern allgemein zu der Art. Das waren so Aktionen, der Darmstädter Spieler geht mit gestrecktem Bein in den Fortuna-Spieler rein und das ganze Stadion und alle beschweren sich, dass er dafür eine gelbe kriegt, wo ich mir denke, das ist schon dunkelgelb. Und davon gab es halt mehrere Aktionen. Die Fortuna-Spieler werden umgetreten und wenn dann halt faul gepfiffen wird, was halt faul war, dann wurde sich dann halt immer beschwert. Oder es gibt ja auch Leute, die behaupten, die gelb-rote Karte wäre unberechtigt. Wo ich mir denke, einmal, also das war zweimal ein taktisches Foul und das ist zweimal gelb. Und dann verstehe ich nicht, warum sich da Leute so aufregen. Ja, und das bezogen auf den Stadionsprecher, weil dann halt Pyrotechnik im Block gezündet wurde. Und dann, ich kenne ja das, dann muss der Stadionsprecher ja sagen, von wegen, ja, Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist nicht erlaubt, bla. Aber dass der Stadionsprecher dann direkt ankommt, von wegen, das ist illegal und wir machen Fotos und schicken die an die Polizei und ihr riskiert einen Spielabbruch. Und also so dieses, ich weiß nicht, er hat irgendwie personalisiert, warum mir Darmstadt komplett auf den Sack gegangen ist. Also nicht, also von der Art, ich meine, klar, die spielen gegen den Abstieg, haben meiner Meinung nach auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein gutes Spiel gemacht, also schöne Abwehrschlacht geliefert. Deswegen, ja, irgendwie ist mir die Mentalität auf den Sack gegangen, dass die wirklich rumheulen wegen allem. Vielleicht mag der wirklich keine Pyrotechnik und ich habe ja auch keine Ahnung von Fußball, aber das Entscheidende daran ist, Darmstadt hat meiner Meinung nach zwar, wie formuliere ich das jetzt? Darmstadt hat meiner Meinung nach ihr bestes Saisonspiel gemacht, tatsächlich. Zwar nicht aus dem puristischen Fußball heraus, dass ich sage, oh, die haben gut gepresst, die Umschaltsituationen waren perfekt, die haben gut Doppelpässe gespielt und dann hat der Stürmer mit dem Topspin den Ball versenkt. Nein, so war es nicht, aber die kamen halt sehr über Kampf, sehr über Disziplin, was das Verschieben angeht und das Gegenpressing und das Stören der störende Tacklings angeht. Weil Darmstadt einfach konsequenter als Fortuna und Fortuna verliert unverdient, aber doch verdient, weil man auf stark verteidigende, stark pressende, körperlich robuste Darmstädter halt keine kreativen Mittel hatte oder Zwang hatte, wirklich dann das Tor zu setzen und deshalb konnte man die Unterzahl nicht nutzen. Wie willst du halt auch ein Tor machen, wenn du wirklich einen Gegner hast, der am 16er mit 10 Mann steht? Also das ist halt, Darmstadt hat das halt gut verteidigt mit einem Mann weniger, aber hat halt auch kein Fußball gespielt in dem Sinne, ja, sondern sind halt auch komplett auf
Mauern gegangen und ja, es hat halt funktioniert. Ja, es gibt halt Möglichkeiten, wie du es rein taktisch zumindest lösen kannst. Da wären wir wieder bei Friedhelm Funkel, dem Ingame-Coaching. Ich wollte gerade eben den schlechten Witz bringen, wo du gesagt hast, so, ja, wie kann man das lösen? Den Tigerschuss natürlich. Für alle, die hier Captain Tsubasa kennen. Aber bevor wir uns noch weiter aufregen hier über Darmstadt und den unverdienten Sieg. Eine Sache wollte ich noch über Darmstadt sagen. Im letzten Podcast habe ich gesagt, das wird leider ein dreckiger, unverdienter 1-0-Sieg für Darmstadt. Und wie ist es gekommen? Es war ein dreckiger, unverdienter 1-0-Sieg für Darmstadt. Deswegen, ich bin nach dem Spiel auch nicht mal enttäuscht gewesen, weil irgendwie habe ich es erwartet. Jetzt die Frage, was erwarten wir von dem nächsten Spiel gegen Bochum? Bochum ist Platz 8, klingt aber besser als es ist. 3 Punkte sind sie vor dem Relegationsplatz, was Abstieg angeht. Ja, was gibt's zu Bochum zu sagen? Traditionsverein aus dem Pott, eigentlich eine Mannschaft, wo alle Anfang der Saison gesagt haben, die steigen als Tabellenführer locker auf mit dem Team. Scheint aber alles nicht so gepasst zu haben. Micha, was erwartest du von dem Spiel? Du hast ein Skript mehr oder weniger geschrieben, weil Fortuna die letzten 2 Spiele verloren habe. Ist das, geht jetzt alles vor die Hunde? Kann man das so, sind das so deine Erwartungen fürs Bochum-Spiel oder denkst du, ja, Fortuna gewinnt jetzt 3-0 und dann gucken wir wieder nach oben? Das Zitat mit, beziehungsweise die Aussage im Skript, geht jetzt alles vor die Hunde, war eigentlich provokativ gemeint, weil ich das Gefühl habe, was man so hört bei Facebook und Twitter von halt Fortuna-Fans, das war so vor dem Testspiel und vor dem Testspiel gegen Kaiserslautern und vor dem Spiel gegen Darmstadt haben halt alle schon gesagt, ja, wir werden mit 100 Punkten Meister in der zweiten Liga und steigen auf, und jetzt hat man halt gegen Darmstadt halt nicht gewonnen oder keinen Punkt holen können. Und jetzt heißt es wieder, oh, jetzt verkacken die den Aufstieg und jetzt werden die nur noch Vierter, und irgendwie nervt mich das, weil, weiß ich nicht, das ist so, man macht ein gutes Spiel, die Spieler werden heilig gesprochen und dann macht man ein Spiel, was nur ganz okay war, und dann werden die Spieler direkt gesteinigt, verbal. So. Liegt das denn an dem Medienumfeld Düsseldorf? Das ist hier einige große Zeitungen ansässig. Du hast, ich will nicht sagen, du hast gespaltene Fans, sag ich mal. Du hast das Operettenpublikum, die, wenn Fortuna gut spielt und oder erfolgreich ist, dann kommen die ins Stadion. Aber du hast halt auch diese Hardcore-Fans, die Ultras, die Fanbewegungen, die halt immer da sind und sich halt auch so ein bisschen als als Lautsprecher sehen des Düsseldorfer Fußballs, wenn man so möchte. Ich glaube, dass die meisten, die jetzt so überheblich werden und dann enttäuscht sind, weil man halt Darmstadt nicht 4-0 weghaut, das sind dann halt die, die auch nur ins Stadion gehen, weil jetzt Fortuna wieder erfolgreich ist. Ich denke mal, ein bisschen Piano machen und nicht direkt von 0 auf 100 und von 100 wieder auf 0, sondern man spielt eine gute Saison, und wenn man halt am Ende mit einem Punkt Vorsprung nur Zweiter wird und deswegen aufsteigt, ist doch auch gut. Ich meine, man muss keine 12 Punkte Vorsprung haben und Meister werden. Obwohl das natürlich, sagen wir, off-record hat Friedhelm Funkel gesagt, dass er doch gerne die Felge auf einem Foto mit sich über sich im Kaminzimmer hätte. Ja, das ist ja klar. Ich hätte ja auch gerne, dass Fortuna Zweitligameister wird, aber ich erwarte es nicht. Und ich habe das Gefühl, es gibt momentan Fans, die wirklich erwarten, dass Fortuna Zweitligameister wird. Ja, und ja, sonst zünden die, weiß ich nicht, das Stadion an. So, ja, irgendwie fühlt es sich so an. Stahl brennt so schlecht, aber... Aber sag das nicht, ich mach keinen 9-11-Witz, Entschuldigung. Aber, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich komplett rausgehauen. Ich wollte eigentlich jetzt gesagt haben, dass das bei dem Medienumfeld Nüsseldorf halt klar ist. Die Rheinische Post spricht uns dahin, Bild spricht uns dahin, Express, und sogar die guten Kollegen von Sky oder ARD machen das mittlerweile, sagen, ach, Fortuna, die heben uns auf ein Podest, wo ich uns nicht sehe. Vielleicht liegt es daran, dass ich seit 1000 Jahren nach Fortuna gehe, also praktisch mein halbes Leben oder länger sogar, gehe ich nach Fortuna und kenne da mittlerweile auch die Pappenheimer in der Mannschaft. Also das ändert sich irgendwie nicht. Dass eine Fortuna souverän mal aufsteigt und eine souveräne Saison spielt, wirklich ohne, dass es negative Störgeräusche gibt oder negative Spiele gibt, lange Zeit, ist es halt nicht. Fortuna steigt halt, wenn wir Trumpelfußball auf. Mal gucken, was sich da so in der ersten Liga entwickelt, aber dazu in einem anderen Podcast mehr.
Michael, jetzt gib mir nochmal eben dein Tipp für das Bochum-Spiel. 3-0 Fortuna. Ich denke, dass da Fortuna mit einem 2-2 sich begnügen muss gegen Bochum. Ich glaube, das wird so ein Ding, die wollen das Darmstadt-Spiel wieder gut machen mit den Fans im Rücken, die dann wieder ordentlich pushen. Bochum fängt an zu zweifeln, weil die Angst haben, jetzt komplett abzurutschen und dann vielleicht doch abzusteigen, obwohl die ja eigentlich Achter sind, weil die Liga so eng ist. Und deswegen denke ich, das wird ein relativ souveränes 3-0. Ihr könnt uns gerne eure Tipps mitteilen. Das könnt ihr bei YouTube machen in den Kommentaren. Das könnt ihr aber auch machen in unserer neuen Facebook-Gruppe Megafon 95. Links findet ihr in der Beschreibung oder halt auch in den Shownotes. Wäre auch super toll, wenn ihr uns auf Twitter, Facebook, Instagram folgt und dementsprechend auch Feedback da lasst. Habt ihr Fragen oder generell Vorschläge über Themen, die wir gerne behandeln möchten, schreibt das gerne an projektmegafon@podcast.gmail.com oder natürlich auch in die Social Medias. Micha, willst du noch was loswerden? Nein. Ich möchte gerne noch was loswerden. Ich möchte gerne die Gabi grüßen an dieser Stelle. Gabi, du weißt, wer gemeint ist. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei Megafon 95, unserem Fortuna Fußball Talk. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.